Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dawn of Man. Ja, und das war jetzt mal sozusagen der letzte Angriff des alten Jahres. Der Winter ist vorbei, gleich geht ein neues Jahr los und die Jungs und Mädels sind schon richtig heiß drauf. Neues frisches Fleisch zu schürfen. Endlich haben wir hier mal ein großes Vieh erlegt. Ich bin jetzt mal so frei gewesen und dachte, weil unsere Nahrungsmittel so langsam zur Neige gehen, da müssen wir was dran ändern. Oh, ich habe wieder ein Pümmchen gekriegt, das ist gut. Dann haben wir jetzt vier, fehlt noch ein Punkt. Du, nimm doch gleich mal noch ein bisschen mehr mit, ne? Da geht doch noch was. Oh, und das ist Frühling. Und wir haben zwei Punkte, das ist super, weil jetzt, wie ihr seht, haben wir endlich wieder genug Punkte. Jetzt machen wir hier das oder das. Ha, es ist schwierig. Ich würde sagen, wir machen zuerst Spiritualität. Und dann schleudern. Gut, das hat sich doch richtig gelohnt. So, ein Fleisch. Und zwei. Und drei. Und ab nach Hause. So. Was macht der denn da? Ach, der will was trinken, okay. So, wir haben... Was ist das denn? Speierling? Kann man das essen? Früchte. Ja, dann. Werden wir die noch nicht fällen, ne? Wäre ja blöd. So, wir haben über Winter unser Lagerhaus repariert. Das war ziemlich lädiert. Und jetzt werde ich immer noch ein paar Leute rausgucken. Der hat eine Feuersteinaxt. Der geht Holz hacken. Buche ist immer gut. So. Der wird... Wie kriege ich denn das hier raus, verdammt? Das habe ich noch nicht ganz rausgefunden. Wie sage ich dem hier? Wirf mal deine Holzharpune weg. Ich weiß es nicht. Weil wir haben ja hier die Möglichkeit einer Knochenharpune. Wow. Wir haben zwei Hunde. Erwachsenes Männchen. Cool. Aber ich kann die nicht steuern, das ist doof. So. Das ist blöd. Ich hätte nämlich gerne, dass der sich hier eine Feuersteinhacke holt. Okay. Na? Aber nicht ins Lager. Verdammt. Kinders. Wie sag ich dem, leg diese blöde Holzharpune weg. Das gibt's doch nicht. Nein. Das gibt's doch nicht. Okay. Ich bin jetzt etwas überfragt.
Wie kriege ich das jetzt gebacken? Wie kriege ich das hin? Zwei Hunde. Schön. Aber ich kann sie nicht lenken. Das ist super. Meilensteine? Okay. Schön. 20 Einwohner. Okay. Es ist gerade minimal schwierig. Weil ich keine Ahnung habe, wie ich dem jetzt sage. Nimm doch mal das Holzding hier raus als Primärwaffe und leg das hier rein. Warum kann man das nicht einfach rausziehen oder löschen oder sonst wie? Oder das hier draufziehen? Weil wenn ich den jetzt hier nehme. Oh. Das ist jetzt die Preisfrage, mit was wird ihr dann das Zeug hier klopfen? Wird ihr lieber das Werkzeug tauschen? Oder wird ihr mit einer Holzharpune auf den Steinhaufen einkloppen? Jetzt kommt die Preisfrage. Er hat zumindest mal das richtige Werkzeug in der Hand. Und jetzt sagt er sich, keine Ahnung, wie das mit der Harpune geht. Ich kann das nicht mit der Harpune. Das ist doch scheiße. Das ist unlogisch. Er hat die Steinhacke, die Feuersteinhacke in der Hand. Wie kriege ich denn jetzt das blöde Ding hier raus? Mann, 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 Mann. Schlecht. Birnbaum. Na komm, Jungs, macht. Alter, ich fass es nicht. Das kann jetzt wohl nicht die Wahrheit sein, oder? Oh, der Noob ist gestorben an Altersschwäche. Na geht doch. Seht ihr, so geht das. Der Noob ist gestorben. So, bevor ich mich jetzt hier irgendwie ranmache. Was ist das denn? Kirschbaum. Okay. Ich finde das doof, dass die nicht automatisch dabei stehen. Bleiben, bis der fertig ist mit Aufschlitzen. Das kostet Zeit.
Er soll kein geräuchertes Fleisch holen. Er soll warten, bis der hier fertig ist. Dann hat er es doch. Zwei. Ja. Was macht denn jetzt? Du sollst nicht roh essen. Nein. Ist kein rohes Fleisch, hat die Mama gesagt. Sag mal, hat er es jetzt gleich hier? So, jetzt aber. Jetzt haben wir es aber hier, ne? Da ist noch Knochen. Ali. Und los geht's. So, jetzt hier aber mal endlich Knochen bei die Fische. Was können wir Schönes Neues bauen? Da nix. Lager, immer noch nichts Neues. Produktion. Immer noch nichts. Jo, schön. Aber hier, Totem. Platzieren. Das ist ja noch größer. Wow, ein richtig großes, hässliches Totem. Machen wir das mal hier hin. So. Dann würde ich mal sagen, ich bräuchte ein neues Lagerzelt. Prio hoch. Das dauert jetzt wieder ewig. Aber nicht ewig genug. So, was haben wir noch an Futter? Viecher irgendwo hier? Das ging aber flott hier. Geh zu Stöcke, komm hier her. So, Nummer 3. 3 von der Tankstelle wieder. Einmal Bison. Hoffentlich kriegen sie das Blatt. Und stellen sich nicht allzu dumm dran. Kommt ein Händler. Na gut. Na, super Jungs. Habt ihr ein Glück, dass der jetzt im Wasser ist? Alter. Das ist doch jetzt echt komisch. Wieso ist der eigentlich noch am Leben? Ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Komm du mal hier rüber. Geh du mal jetzt hier den Bison hier zerlegen. Guck dir mal an. Kaum steht der Totenpfahl. Hui. Kaum steht der Totenpfahl hier rum. Gehen die schon ab wie Luzi. Was haben wir denn da Feines? Hülsenfrüchte. Immer noch 100, okay. Hülsenfrüchte. Kann man die säen? Nö, glaub nicht, ne? Brauchen wir nicht. Tannin ist eine gute Idee. Nehmen wir alles. So, was haben wir denn hier? Leder-Outfit. Feuerstein haben wir. Holz haben wir.
Feuersteinspeer. Jo, Lederoutfit ist gut. Dann nehmen wir doch noch. Was nehmen wir denn da? Wir machen das mal weg. Wieso geht das nicht weg, verdammt? Na gut. So. Ist das jetzt zerlegt? Nee. Die Tante braucht noch ein bisschen. So. Das heißt also schon mal gut, das kann ich nicht abreißen. Dann kann jeder mal so minimal. Oder auch mehr. Da rumgurken am Totem. Immer noch drei Pünktchen. Was hat der jetzt hier? Achso. So, was fehlt jetzt hier noch? Ein Leder. Eine getrocknete Haut. Okay. What? Okay. Geh zu Feuerstein. Was macht ihr beim Feuerstein? M. Was hat der vor? Okay. Das geht von Hand. Okay. Und die? Spielen die? Hm. So, der könnte mal wieder einen Baum hacken gehen. So. Essen sieht gut aus. Holy moly. Bräuchte ich eigentlich schon einen zweiten Nahrungstrockner. Aber wir machen erstmal das Lager voll. Eine getrocknete Haut. Haben wir getrocknete Haut? Rohe Haut haben wir 7. Getrocknete Haut haben wir... gar nicht. Ja. Das erklärt einiges. Er holt rohes Fleisch, das ist gut. Okay. Okay. Gut. Nützt das was für die Moral? Hm. Ja. Na gut. Im Moment läuft's ganz gut. Gleich ist wieder Sommer und dann wird wieder geerntet hier. Bäumchen, Sträucher. Ach, guck mal hier. Habt ihr das gesehen? Der Bär hat auf 2 Beinen gestanden. Supi. Kann er glatt im Zirkus anfangen. Gut. Dann mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.